Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt 30.de mit dem Tagesausblick für den 21. Dezember 2021. Ja, die Bären frohlocken und die Bullen müssen sich sortieren. Der DAX beendete den Handel am Montag bei 15.239 und somit 292 Punkte unter dem Schlusskurs 15.531 vom Freitag. Das Tief lag bei 15.060, das Hoch wurde bei 15.296 eingebucht. Der Markt ist nervös und reagiert seit einem Monat auf bedeutende Nachrichten mit heftigen Gaps. Den Startpunkt machte der 26. November, als DAX mit einem Gap-Down von 534 Punkten startete und mit minus 660 Punkten aus dem Rennen ging. Seitdem gab es weitere 7 Handelstage, an denen DAX mit Gaps zur Unter- oder Oberseite von 161 bis 379 Punkten den Handel begann. Ja, seitdem wurde von den Bullen mit Tief 15.015 die 15.000er-Marke verteidigt, die Bären hauten bei 15.827 und 15.834 am 7. und 8. Dezember drauf und machten mit dem entstandenen Doppeltop erneut die 15.810 Mob-Marke zu ihrer Verteidigungslinie. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Grabenkämpfe weitergehen, solange nicht 15.810 zur Ober- oder 15.000 zur Unterseite gebrochen werden. Der 5-Minuten-Chart. Erneut rettete die Brandmauer aus 5 Monatsmarken den DAX vor einer Auseinandersetzung mit dem markanten Doppelboden 14.816, hier unten zu sehen. Das Pendant zur Oberseite ist die Toppingzone aus 3 Monatsmarken, der oberen Trendlinie des Descending Broadening Wedges aus dem H4 und der 161.8 Fibo-Ausdehnung. Zwischen diesen beiden Zonen liegen 680 Punkte, in denen sich die Grabenkämpfe zwischen den bärischen und bullischen Marktkräften abspielen. Als markante Orientierungspunkte innerhalb dieser Zone sehe ich 2 wichtige Marken. Der Schlusskurs des zweiten Quartals bei 15.531 und der Schlusskurs des dritten Quartals bei 15.260. Am Schlusskurs des dritten Quartals mühte sich DAX heute ab, und zwar von 11.30 Uhr bis zum Handelsende und beendete den Handel 20 Punkte unterhalb der 15.260. Am Freitag schrieb ich unterhalb 15.531 Schlusskurs zweites Quartal und der 200 SMA aus dem Tageschart droht ein Bruch des Doppelbodens 15.448, was 15.406, 15.380 und die Mindesterholung 23.6 bei 15.316 zu möglichen Zielen machen würde. Wie ist diese Mindesterholung? Das passierte heute und DAX lief mit Tief 15.060 sogar noch eine Etage tiefer. Erholungsabsichten zeigt DAX deshalb erst oberhalb 15.260, Schlusskurs drittes Quartal, der 23er Mindesterholung bei 15.316 und dem engen Bereich aus 200 SMA aus dem Tageschart und Schlusskurs zweites Quartal bei 15.531. Solange der DAX diesen Rückweg nicht beschreitet, muss mit einem erneuten Test der Brandmauer und des wichtigen Doppelbodens 14.816 gerechnet werden. Im 30-Minuten-Chart. Wirklich beeindruckend war die Akkuratesse, mit der DAX das in der letzten Woche und im Wochenendvideo gezeigte DBW bärisch abarbeitete. Das hatte sich ja hier an der 5 aktiviert, lief runter zum Dreifachboden, der heute gebrochen wurde. Wer nicht bereits Short engagiert war, hatte durch das 380-Punkte-Gapdown allerdings keine Chance, noch aufzuspringen, denn wir starteten direkt am Tief. Mit Xetra-Tief 15.060 arbeitete er das bärische 100%-Ziel des DBW bei 15.061 mit einem Punkt Toleranz ab und danach ebenfalls mit einem Punkt Toleranz
mit Tageshoch 15.296, das statistische Ziel 15.297. Da hat er also eine inverse Zielbearbeitung gemacht. Ja, wer es nicht glaubt, schaut ins Video, die Marken standen da. Womit ich nicht behaupten will, dass ich davon ausging, dass das so passiert. Aber das ist schon mal eine schöne Sache und spricht für den Formationsrechner auf unserer Seite. So, der DAX-Minutenchart M15, eine Etage tiefer. Wo wir gerade bei DBW-Formation sind, falls die Bullen in diesem Jahr noch einen Blumentopf gewinnen wollen, könnten sie das im M15 mit der Aktivierung eines möglichen Descending Broadening Wedge probieren, dessen aktivierende 5 aktuell bei 15.767 wartet. Das wird aber erst mit Überwinden der 2 der Formation bei 15.448 realistischer. Falls es passiert, muss danach auch das Gap zum Freitag bei 15.531 geschlossen werden. Dann könnte ich mir auch einen bullischen Konter bis zur 15.767 vorstellen. Passiert es aber nicht, kommt DAX um einen Test oder einen erneuten Test der Brandmauer und des Doppelbodens 14.816 nicht herum. Der DAX im Tageschart. Mit dem heutigen Tag hat DAX eine bärische Gap-Insel im Tageschart. Erst mit Gap-Close zu Freitag bei 15.531 würde er dieses bärische Setup negieren. Das würde, sofern DAX die Kraft dazu hat, auch das mögliche Descending Broadening Wedge aus dem M15 anschieben. Das ist aber noch ein weiter Weg. Solange das Gap aber nicht geschlossen ist, wartet das Tief 15.015 auf einen Test und vielleicht auch die MOB-Marke 14.816. Der Dow Jones im 2-Stunden-Chart. Dow Jones ist mit einem kräftigen Gap-Down direkt unter die Psychomarke 35.000 gefallen und arbeitet nun seit Handelseröffnung um 15.30 Uhr an der grünen 200 SMA aus dem Tageschart. Dow Jones darf noch das Gap vom 3. Dezember bei 34.580 schließen, aber er darf nicht unter die 76.4 Konsolidierung 34.441 fallen. Bricht die letzte Fibo vor dem Tief, wäre Gap Close 34.022 eine logische Folge und gegebenenfalls auch Test des Tiefs vom 1. Oktober bei 33.785. Erholungswillen zeigt der Dow Jones erst oberhalb der Psychomarke 35.000. Wie der DAX hat auch Dow Jones nun eine bärische Gap-Insel im Chart, die erst mit Gap-Close zu Freitag bei 35.265 geschlossen würde. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Dienstag. Bis dann. Tschüss.